So, herzlich willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge Opa zockt Simotrans. Jetzt bin ich gerade. Ach so, genau. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin nicht gerade komplett rausgekommen, aber nein, ich wollte eine Straßenbahn bauen. Da kommen wir nicht dran, weil da ist die Stadtmauer. Wir könnten auf die andere Seite gehen. Das machen wir auch. Wir müssen ja eh doppelt. Da kannst du ruhig die Schienen mit benutzen. Da kann er die Schienen mit benutzen. Und dann müssen wir jetzt mal gucken. Wie wir hier perfekt rein. Oh. Oh, da kommen wir ja wirklich perfekt rein. Aber dann könnten wir theoretisch direkt so rangehen, oder nicht? Das testen wir jetzt mal. Nein, macht er nicht. Müssen wir hier mal ganz kurz ein bisschen tricksen. Verlängern wir den Bahnsteig mal. Bis nach dorthin. Reißen den Kram wieder ab. Setzen den Bahnsteig wieder hin. Und dann haben wir getrickst und sind jetzt hier auf der Seite. Machen wir dann Dreier hin. Oh, das war vielleicht. Eins, zwei, drei. Das ist vielleicht gar nicht so schlau gewesen. Machen wir es so. So. Eine Straßenbahn. Da ein vor. Da ein vor. Signal davor. Ein Auswahlsignal dorthin. Ein Auswahlsignal nach dorthin. Da zwei hin, da zwei hin. Da zwei hin, da zwei hin. Jetzt haben wir natürlich das Auswahlsignal hier hinten gelöscht. Gehe ich mal ganz stark von aus. Natürlich. Setzen uns hier ein Straßenbahndepot hin. Aber so. Dann funktioniert das auch. Und jetzt gucken wir mal. Alles klar. Da brauchen wir noch eine Straßenbahn-Oberleitung. So, hier stecken wir Leute fest. Ach so, du willst da rein und du kannst da nicht rein. Das heißt, das Signal muss weg.
Und das Signal muss weg. Das. Und hier muss ein Signal hin. Dass du hier reinfährst. Oh, Moment, da komme ich nicht rein. Passt. So, du hier. Fährst mal kurz zum Depot, beziehungsweise fährst nicht zum Depot. Aber hier haben wir uns schon ein bisschen längeren Stau verursacht. So, du bringst Südfrüchte für den Markt hier, ne? Ja, stimmt, du hast. Bis auf mich hast du hier gar nichts mehr. Wirtschaft brummt. Ja, da hatten wir ja vorhin auch noch eine andere. Wirtschaft brummt, da wo uns, beziehungsweise nicht Wirtschaft brummt, sondern. Ja, ihr wisst, was ich meine. Eine neue Industrie, jetzt habe ich es. Straßenbahn, neue Linie. Von dort nach dort. Straßenbahn. Oh, nicht im Linienfilter bitte. Straßenbahn. Meine OHBF. Meine OHSOP. So, dann könnten wir hier. Die Straßenbahn ihr nehmt eine mit 72, wir haben hier 11.000, machen wir erstmal 5. Gucken wir uns die Geschichte erstmal an. So. Wieso findest du jetzt keinen Weg mehr? Du kannst doch. Du kannst doch da durch. Ah, okay. So, Straßenbahn. Nach dort. Depot nach dort, Straßenbahn Oberleitung nach dort, Depot. Ach, Leute.
Echt mit dir. Warum hast du jetzt keine Route? Du kannst hier runterfahren, hier runterfahren, hier runterfahren. Und kannst da reinfahren. Warum hast du jetzt keine Route mehr? Starten. Keinen Weg. Warum nicht? Was habe ich falsch gemacht? Starten. Findet keinen Weg mehr. Komisch, komisch. Aber verbunden ist doch alles noch nicht. Verkaufen, 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 verkaufen. So, versuchen wir es mal hier. Eigentlich ungewöhnlich. Ah, ich sehe es gerade. Ich sehe gerade den Fehler. So. Straße, Straßenbahn. Du, auf die Linie. Fünf Stück starten. Auf geht's. So, jetzt kriegen wir da auch einen Takt hin. So, Straße hat eine Marge von minus 70%. Mal gucken, was wir da an Verlust machen, ne? Zug, eine Marge von 32%. Schwebahn haben wir nicht, Straßenbahn, Fluglinien. Eine 10%ige Marge. Lass mal die Straßenbahn mal laufen.
Mal gucken, ob wir hier irgendwas reißen können. Die Linie hat jetzt eine Kapazität von 360. Mit 360er Kapazität. Starten. 1440er Kapazität, das sollte jetzt passen. 2, 3, 4, 5. Opala. Touristikförderung, da ist eine Herz-Jesu-Kirche entstanden. Mit gerade mal 54. Aber jetzt gucken wir uns das mal an. So, und ihr wollt jetzt Stadtwachstum. Eine Klosterbrauerei. In Markt Oberdorf. Einen norddeutschen Großbäcker in Immhausen. Und einen norddeutschen Importeur, der ist da oben ziemlich im Norden. Das heißt, den könnten wir darüber anschließen. Was haben wir hier noch? Mehl. Okay. Haben wir ja wieder mal einen Bäcker zum Anschließen. So, sind jetzt hier schon Fahrzeuge auf dem Rückweg. Achso, jetzt haben wir natürlich hier zum Spielen abgerissen. Das passt. Einer fährt da rein, der fährt raus, der fährt rein, der fährt raus, der fährt rein, der fährt raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Barscht. So gut, den Monat können wir jetzt noch nicht werten. Oh, wir sind gerade gleich im Jahre 1940. So, wir sind auf jeden Fall da draußen. So, da kommt die erste Bahn. Gut, die werden wahrscheinlich jetzt relativ lange voll fahren müssen. Aber wichtig ist halt die Betriebskosten. Wir brauchen hiervon die Hälfte an Einnahmen, um überhaupt Gewinn zu machen, weil die sind jetzt einmal leer hochgefahren. Das heißt, wenn wir jetzt 1000 Betriebskosten haben, ist das ja hin und zurück. So, wann kommst du in den Bahnhof? Da kommt der Bahnhof, dann wären wir bei 800 liegen, das heißt, wir müssen mindestens 400 Einnahmen. Oder 400 will ich stehen haben.
Dann hätten wir 20 Gewinn. 10 Gewinn. Ich hab's jetzt nicht gesehen. 1300. Das wird auf jeden Fall lohnenswertes Geschäft. Ja, und du fährst hier immer voll. Oh, okay. Also die Marge wird berechnet vom Betriebsgewinn. Dann sollten wir da wohl relativ zügig ja, diesen Monat nicht mehr, aber nächsten Monat sind wir da schon im Plus. Aber warum habe ich hier auch den Bruttogewinn an? Betriebsgewinn, das ist das Wichtige. Da haben wir eine feststeckende Lok. Oh, wo sind wir? Sieht nach Torbido aus. Nee. Oh, das ist schlecht. Wir brauchen hier ein Signal und die beiden müssen weg. Da darf keiner rausfahren dürfen, wenn das Gleis noch voll ist. Nein. Der hier muss. Nein, Quatsch. Doch, der hier muss. Du darfst auch nicht fahren. Du darfst auch nicht fahren. Dann müssen wir den zum Depot schicken. Dass du da rausfährst. Und dann soll die Blockade auch gelöst sein. Eine 35%ige Marge ist schon nicht schlecht bei Straßenbahnen. 40%. Lässt du jetzt dich schon rein? Ja, sehr schön. Na gut, die sind jetzt bis nach hier hinten her. Na gut, bis die Blockade gelöst ist, das dauert jetzt. Zum Glück sitze ich hier in meinem Bunker. Und muss nicht dort unten, wo die Lokführer gerade fahren, sein. Ich sitze hier im Bunker vom Bildschirm und manage das alles von hier aus. Wenn ich da unten sein müsste, als Kunde, und ich schicke einen Brief los, der erstmal 3 Jahre im Hauptbahnhof liegt, also ich würde abdrehen. Gut.
Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich verlaufe und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.